Liebe Kollegen, liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge über eine Region, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, das Rhonetal in Frankreich. Wir haben bereits die Bodenvielfalt in Châteauneuf-du-Pape besprochen. Ebenso haben wir uns mit den phänomenalen Weißweinen beschäftigt, die leider nur allzu oft im Schatten ihrer roten Brüder stehen. Und so wagen wir uns heute in unbekanntere Gefilde vor. Ich freue mich auf schmackhafte Entdeckungen abseits der berühmtesten Appellationen. Und so schauen wir, was sich hinter den Namen der weniger bekannten Grüß verbirgt. Was es mit den etwas einfacheren Appellationen, wie zum Beispiel Côte du Rhône, IGP oder Vin de France auf sich hat. Wegen des schieren Umfangs der Weine, die ich Ihnen präsentieren werde, haben wir diese Folge nun in zwei Teile aufgesplittet. Heute, im ersten Teil, wenden wir uns der nördlichen Rhone zu, der Rhone Septentrional zwischen Vienne und Montélimar. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die roten Rebsorten. Und nun zeige ich Ihnen noch kurz auf der Karte unser heutiges Arbeitsgebiet. Hier sehen wir die nördliche Rhone mit ihren bekanntesten AOPs für die Rotweine. Côte Rôti, Hermitage und Cornas. Doch auch Appellationen wie Saint-Joseph, Groß-Hermitage oder auch Côte du Rhône und Vin de France haben einiges zu bieten. Zuerst möchte ich einige Begriffe mit Blick auf die Kategorien klären. In Frankreich finden wir folgende Einstufungen vor. Zum einen mal Vin de France. Hier muss weder der Jahrgang noch die Rebsorte angegeben werden. Dann haben wir die Indication Géographique Protégée, den IGP. Das ist ein Landwein einer geschützten Region. Zu dieser IGP haben wir noch weitere Unterteilungen. Zum einen mal die Unterteilung in eine regionale IGP, in die Unterteilung eines Départements und dann noch die IGP der kleinen Zonen. Hierzu werden wir später noch einige Beispiele verkosten. Und schlussendlich gibt es eben noch die AOC bzw. die AOP, die Appellation d'Origine Contrôlée oder Protégée. Dies ist die höchste Kategorie, eine festgesetzte Ursprungsbezeichnung. Diese Kategorien dienen zur Sicherung der Qualitätsstandards. So sind zum Beispiel Rebsorte, Erträge und die Lagerdauer vorgeschrieben. Aber ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Wein, der jetzt meinetwegen als Vin de France klassifiziert ist, nicht automatisch minderwertiger ist als ein Wein einer AOC. Ich möchte hier nochmal das Beispiel nennen der Super Tuscans. Jeder kennt sie. Diese Weine wurden als Tafelweine klassifiziert, weil einfach die Rebsorten nicht zu den vorgeschriebenen Regularien gepasst haben. Trotzdem waren das unglaublich gute Weine, die später dann auch wahnsinnige Preise erzielt haben. Es gibt eben diese Änderung im Weinbau. Man muss sich das so vorstellen, die Rebsorte ist zum Beispiel vorgeschrieben, aber das Klima ändert sich. So, was machen die Winzer? Sie probieren natürlich aus, probieren mit neuen Rebsorten auch aus, wie die sich entwickeln in den Regionen. Und so gibt es eben manchmal einfach Weine, die nicht in die vorgeschriebenen alten Kategorien reinpassen. Oder es gibt zum Beispiel auch den Trend, immer biodynamischer zu arbeiten, den Wein einfach werden zu lassen, was er möchte. Und auch da kann es passieren, dass dann die sensorischen Merkmale nicht übereinstimmen mit dem, was die Gesetzmäßigkeit eigentlich so vorschreibt. An der Rhone selbst haben wir nun folgende spezifische AOPs. Zum einen mal die AOP Côte du Rhône. Diese Appellation erstreckt sich von Vienne bis nach Avignon. Sie umfasst 171 Gemeinden und 44.000 Hektar. Dann haben wir noch die Côte du Rhône Village AOP. Diese Appellation befindet sich rein an der südlichen Rhone und umfasst 95 Gemeinden. 21 von diesen Gemeinden haben das Recht, ihren Gemeindenamen an den Côte du Rhône Village-Namen anzuhängen. Hier geht es immer um den Zusammenhang zwischen Klima und Boden. Dann haben wir noch die kommunalen AOPs, die sogenannten Grüß. Das wären 8 Grüß an der nördlichen Rhone und 9 Grüß an der südlichen Rhone. Was jetzt nicht auf der Grafik erscheint, sind 2 weitere Appellationen für Süßweine. Das wäre zum einen mal Muscat Baume de Venise und zum anderen Vendoux Naturel von Rastaud. Außerdem haben wir noch 11 weitere Appellationen über das gesamte Rhone-Gebiet verteilt,
Die wichtigsten davon oder die bekanntesten wären Luberon, Ventoux und Costières de Nîmes. Für heute Teil 1 unserer Reise in die unbekannteren Appellationen begeben wir uns nun aber erstmal in den Norden. Hier finden sich vor allem am westlichen Ufer der Rhone Einflüsse des Massif Central. Die Berge sind hier extrem steil und bestehen hauptsächlich aus Granit und Schiefer. Am östlichen Rand der Rhone finden sich ebenfalls Einflüsse von den Entstehungen der Alpen. Zusätzlich zum Granit findet sich hier Schotter und auch etwas lösshaltiger Sand. Das Klima ist eher kontinental geprägt, das heißt, wir haben teils recht harsche Winter und es regnet doch etwas mehr als im südlichen Teil der Rhone. Und somit kommen wir nun jetzt endlich zu unserem ersten Wein. Ja, das wäre unser erster Wein und zwar beginnen wir mit einem Pinot Noir aus dem Jahr 2018 mit dem schönen Namen Schiste von Jean-Luc Jamet. Dieser Wein kommt für 19,60 Euro auf den Markt. Ja, und Schiste, Schiefer ist hier wirklich Programm. Aber man fragt sich natürlich, was Pinot Noir überhaupt an der Rhone macht, hier wo eigentlich nur Syrah die vorherrschende rote Rebsorte ist. Das ist ein bisschen dem Weingut geschuldet, denn Jean-Luc Jamet war tatsächlich immer ein Vordenker und ein Pionier, ein Wegbereiter. Und so hatte er, so einen kleinen Rückblick, er hatte 1985 zusammen mit seinem Bruder Jean-Paul das Weingut gegründet und war dort hauptsächlich eben für den Ausbau im Keller und für die Weinberge zuständig. Und so war es ganz natürlich, dass er eben immer auch geschaut hat, wie sich das Klima entwickelt, was man wo, wie und warum anbauen kann. Und so entstand damals eben ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist noch aus der Zeit, als die beiden Brüder noch zusammengearbeitet haben, dass sie direkt hinter ihrem Haus eben Pinot Noir angebaut haben. Die Brüder selbst trennten sich dann 2012, gingen getrennte Wege und seither gibt es eben die Domäne von Jean-Luc Jamet. Und ich bin jetzt mal auch ganz gespannt, weil ich wirklich noch nicht so viele Pinot Noirs von der Rhone verkostet habe, was wir hier im Glas haben werden. Die Farbe finde ich schon mal richtig interessant. Sie ist ja, eigentlich fast ein ganz klares Rubinrot. Sie hat aber auch fast so etwas purpurfarbene Reflexe drin. Und hier, wie gesagt, die Reben kommen von einer reinen Schieferlage. Was sich ebenfalls hinter dem Haus verbirgt, ist ein kleiner Anteil von Syrah-Reben. Der Syrah steht dann auf dem Granit, aber wie gesagt, hier eher diese Schieferlagen dann als Untergrund. Ja, die Nase ist schon toll, sie ist typisch burgundisch, also typisch Pinot Noir. Aber sie erinnert mich ein bisschen eher an die deutschen Gewächse oder auch an die Gewächse, die wir teilweise in Neuseeland finden. Nicht so sehr an die Burgunder, weil er doch eine ganz präzise, ganz klare, frische, rote Frucht hat. Also ich habe zum einen mal einen floralen Charakter, schon diese Rosen, aber auch Aromen von roten Träuble. Ich habe Granatapfel mit dabei. Ja, und so eine ganz satte, schöne rote Kirsche, eine Sauerkirsche fast und auch etwas Hagebutte. Am Gaumen ist er unglaublich saftig, er ist vollmundig, er hat einen tollen Zug dabei, auch eine super Säure und auch hier kommt wieder die Mineralität vom Schiefer durch, fast mit einer rauchigen Note, auch etwas Feuerstein ist schmeckbar und die Aromen von der Nase wiederholen sich auch, dass wir wieder diese ja, Sauerkirscharomen haben, Zwetschge kommt dazu und dieses leichte, ganz feine Subois. Ja, er hat eine unheimlich schöne Eleganz,
trotzdem eine gewisse Länge mit dabei, aber alles, wie ich finde, wie ich vorher schon erwähnt habe, eher auf eine ganz leichte, sehr filigrane, sehr elegante Art. Die Mineralität kommt durch. Ich für meinen Teil könnte mir sehr gut vorstellen, was dazu zu essen, was in die Richtung geht von Rotkraut mit Wachteln, schon etwas in diese Wildgeflügelrichtung, aber auch um mit Aromen, die eben diese frischen, roten, beerigen Aromen sehr gut unterstützen würden. Toller Wein und garantiert was ganz Ungewöhnliches natürlich von der Rhone. Diese Aufnahme aus dem Frühjahr zeigt sehr gut, wie die Weinberge an der Côte Rôtie und in Condrieu, wo die meisten unserer Winzer ansässig sind, kultiviert sind. Extrem steil und teilweise mit einigen Terrassen verstärkt. Dies hilft zum einen mal gegen die Erosion und erleichtert den Weinbau ein wenig. Man kann sich trotzdem vorstellen, dass es immer noch ganz schön anstrengend ist, in diesen Terrassen zu arbeiten. So, damit kommen wir nun zu unserem zweiten Wein. Und zwar gehen wir jetzt hier auf einen Wein von Stéphane Augier, ein 2016er Syrah d'Augier. Und dieser Wein ist eben auch klassifiziert als IGP Colline Rodanienne. Das ist eben eine IGP, wie wir es vorher angesprochen hatten, von den kleinen Zonen. So, das war, ich weiß auch nicht, ob ich es vorher gesagt hatte, der erste Wein, den wir verkostet hatten, war auch als IGP Rodanienne klassifiziert. Eben hier, weil es einfach eine andere Rebsorte ist. Ne? Es ist kein Syrah, sondern ein Pinot Noir und wird deshalb eben unter dieser Kategorie verkauft. Ja, Stéphane Augier machte sich binnen kürzester Zeit wirklich einen großen Namen. Er übernahm 1997 die Verantwortung fürs elterliche Weingut. Und er hat eine Annäherung an die Weine, die wirklich geprägt ist vom Burgund. Er hat lange Zeit im Burgund gearbeitet und so hat er eben seine Denkweise auch mitgebracht. Und er legt großen Wert darauf, seine Weine immer ganz parzellengenau auszubauen. Viele seiner Lagen werden deshalb eben auch als Einzellage abgefüllt und da, genau dafür hat er eben auch weltweit seinen Ruf. Für den Wein, den wir jetzt hier im Glas haben, der Syrah d'Augier, der liegt übrigens bei 8,90 Euro. Vom Preislichen her haben wir ein Terroir von Kies und die Reben sind im Schnitt 20 Jahre alt, also doch auch schon ein gewisses Alter, aber jetzt nicht so super alte Reben. Der Wein scheint natürlich als Syrah von der Farbe schon deutlich kräftiger als der Pinot Noir, den wir gerade verkostet haben. Wir haben hier Farben, die schon in so ein Rubin, fast Purpur-Richtung reinspielen, auch mit so ganz leichten Anklängen, die ins Magenta reinspielen. Die Nase ist unheimlich frisch, geprägt von roten Früchten. Auch Veilchen ist mit dabei. Das ist für mich eine ganz klassische Nase für einfache Syrahs von der nördlichen Rhone. Das wurde hier noch verstärkt, dass dadurch nach der manuellen Lese wird eine kurze Kaltmazeration gemacht. Das heißt, die Aromen werden etwas besser extrahiert aus den Weinen und er behält wirklich seine jugendliche, seine frische Stilistik. Ja, und zusätzlich zu diesen roten Früchten, wir haben unheimlich viel, was in die Richtung reingeht von Veilchen. Wir haben eine Würze mit dabei, wie Nelke, wie Zimt, auch wieder Zwetschgenhaut und fast sowas wie, ja, fast sowas rauchig, speckiges, was ich aber eigentlich ganz apart finde bei diesem Wein. Ja, unheimlich lebensfroh. Am Gaumen ist er rund, frisch, unbeschwert. Er ist zugänglich, trotzdem mit einem unheimlich schönen Finish mit dabei. Es ist aber wirklich ein Wein und ich denke, das ist Stéphane Augier ganz toll gelungen. Ein Wein, der eher dafür gedacht ist, dass man ihn mit Freunden genießt, zu einem Barbecue, in einer lockeren Runde.
Und genauso würde ich den Wein eigentlich auch einsetzen als alltäglichen Allrounder, ob ich jetzt mal eine Pizza habe, ob ich Charcuterie mache, gefüllte Auberginen, alles was in diese Richtung reingeht, denke ich, ist ganz wunderbar mit diesem Wein zu kombinieren. So, dann kommen wir zu unserem dritten Wein, ein 2016er Syrah Lesergat von der Domaine Reminiero und der ist ebenfalls als Colline Rodanienne zertifiziert und ist für 10,90 Euro zu haben. Die Domaine Niero ist jetzt bereits in der dritten Generation und die haben sich voll der Sustainability, dem nachhaltigen Weinbau, verschrieben. Das heißt, dieser naturnahe Umgang bezieht sich nicht nur auf das Endprodukt, sondern eben auch auf die komplette Produktion, auf die ganze Philosophie in dem gesamten Weingut. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, einen reinsortigen Syrah wieder, 100% von etwa 20-jährigen Reben. Und als Hauptboden haben wir hier eben wie in den anderen Lagen der eher nördlichen Rhone doch auch wieder Granit und etwas Schiefer, aber hauptsächlich Granit. Die Farbe ist ja etwas heller, finde ich jetzt, als bei Augier. Trotzdem auch dieses leichte Rubinrot. Aber wie gesagt, von der Intensität jetzt nicht ganz so dunkel. Er wirkt eher frisch. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Von der Nase her, ja, um einiges floraler, lustigerweise. Er ist floraler, aber auch sehr viel steiniger. Ich nehme mehr Noten wahr von Veilchen, auch rauchige Aromen, eher wie Feuerstein. Und von der roten Frucht her dominiert ist das Ganze. Wir haben eher Kirschen und rote Zwetschgen, auch Zwetschgenhaut. Und auch tatsächlich wieder so ganz leichte, pfeffrige Noten. Für mich von der Nase auch wirklich wieder ein sehr typisches Beispiel für ein Syrah von diesen etwas kühleren Regionen an der nördlichen Rhone. Ja, im Gaumen ist sie unheimlich frisch, mit einer sehr guten Säure. Sie ist gut integriert, aber sie ist trotzdem auch präsent, was einen tollen Trinkfluss gibt, eine schöne Leichtigkeit. Und trotzdem haben wir diese leicht würzigen, etwas rustikalen Noten auch am Gaumen wieder, geprägt wieder, geführt von dem Granit, mit dem Rauch, mit dem Pfeffer, auch dieses leicht speckige und eben die Aromen, die mehr in die Richtung von Veilchen reinspielen und Pflaumen. Eine leicht, ganz leichte Zimtwürze kann ich auch entdecken. Und ja, was mir unheimlich gut gefällt an dem Wein, er ist lebendig, er ist frisch, er ist unkompliziert, aber trotzdem nicht belanglos. Und ich kann mich der Empfehlung eigentlich von der Domaine Reminiero nur anschließen. Die empfehlen nämlich sowas zum Beispiel zu einer Boudin Noir. Kartoffelpüree dazu und so ein bisschen diese Apfelspalten, fände ich ein super Match. Toll. Dann kommen wir zu unserem vierten Wein. Und wir haben jetzt hier einen Wein, auch mal wieder einen reinsortigen Syrah, nennt sich Le Grand Parcelle aus dem Jahr 2017 von der Domaine Garon. Die Domaine Garon ist in Ampouille angesiedelt, also mitten im Herzen der Côte Rôtie. Und die Geschichte des Weinguts geht zurück bis 1475. Also die haben doch auch schon einige Jährchen an Erfahrung in der Familie gesammelt. Und wie so üblich wurden eben ganz viel oder jahrelang die Trauben auch abgeliefert dann oder verkauft an die großen Négociants. Und 1995 war dann eigentlich der Startschuss für die Familie selber, dass es dann in Richtung Qualität ging, weil die dann angefangen haben, ihre Weine selber abzufüllen. Sie sind von der Herangehensweise ähnlich auch wie Augier, dass sie eben sagen, sie bauen ihre Weine parzellengenau aus. Die werden alle einzeln geerntet, diese Lagen, auch einzeln im Keller dann vinifiziert. Und eben gerade auch die Domaine Garon darf sich doch über
ja, sehr, sehr große Reputation weltweit freut. Das sind immer sehr tiefgründige Weine, sehr würzig. Trotzdem haben sie immer auch einen sehr, sehr guten Trinkfluss. Und wir haben jetzt hier im Glas die, jetzt nicht unbedingt die Einstiegskategorie, aber wir sind noch ein bisschen von den Top-Lagen entfernt. Aber wir wollten ja heute auch mal in die etwas unbekannteren Lagen vor. Und was ich jetzt hier sehr schön sehe, in der Farbe, er spielt doch deutlich mehr in diese leichte Purpur-Richtung rein, als wir es vorher hatten. Sehr klar, ansonsten auch mit einer sehr schönen Viskosität. Und ich bin mal gespannt, was ich nebenher noch erwähnen darf. Dieser Wein kommt für 13 Euro auf den Markt. Aber wir spielen uns, es spielt sich immer noch alles ab in dieser Kategorie der kleinen zonalen IGPs der Colline Rodanienne. Super, also wir haben hier auch ein Wein, der hauptsächlich auf Schiefer gewachsen ist und der kommt direkt aus der Gemarkung Côte Rôtie, aber von einer kleinen Höhenlage. Da sind die Flächen etwas flacher, es ist etwas einfacher zu bearbeiten. Und ich finde, diesen Schiefer kann man sehr gut schon in der Nase wahrnehmen. Ich habe fast ledrige Aromen, die auch wieder ergänzt werden durch Rauch, durch Feuerstein, wie durch so eine kalte Feuerstelle, sehr apart. Und dazu das Ganze mit Noten von Brombeeren, leichte Holunderbeere auch mit dazu. Und eher etwas kräftigere, würzigere Kräuter wie Salbei. Toll. Also wir haben hier wirklich Druck in diesem Wein. Die Attacke, er kommt erst mit einer gewissen Säure. Die ist da, die darf er auch haben, die muss er auch haben hier an der nördlichen Rhone. Dann wird der Körper etwas breiter, etwas kräftiger, weil wir beim Ausbau eben doch auch etwas eine kleine Zeit an Fasslagerung hatten. Die Domaine Garand benutzt hier eben gebrauchte Fässer aus der Bourgogne. Es gibt einfach hinten raus ein bisschen mehr Schub, ein bisschen mehr Druck. Aber wir haben dann doch auch wieder die Noten, die in die Richtung gehen von Kirsche, von Brombeere. Wir haben ganz feine, ziselierte Gewürze, die eher in die Richtung von Nelke, Zimt reinspielen. Und ganz am Ende oder die ganze Zeit eigentlich mittragen diese schiefrige, steinige Mineralität. Ein Wein, der mir sehr gut gefällt, der einen guten Körper hat, auch einfach ein bisschen mehr Power mit sich bringt. Und ja, also ich kann es mir vorstellen, so einen Wein wirklich auch burgundisch einzusetzen. Zum Beispiel, wenn wir in die Richtung gehen von einem Rehrücken mit etwas rote Beete mit dabei, mit Maronen, denke ich, wäre das eine unheimlich schöne Begleitung dazu. Wir kommen hier nun in die AOC Saint-Joseph. Diese Appellation schließt sich südlich an Condrieu an. Und wie im Condrieu auch, besteht hier der Großteil des Bodens aus Granit. Auf dem Bild sehen wir eine Hanglage der Familie Perret, die mit Syrah bestockt ist. So, dann kommen wir zu unserem fünften Wein. Und zwar haben wir hier ein 2017er AOP Saint-Joseph von der Domaine André Perret und der kommt für 15,90 Euro auf den Markt. Die Domaine André Perret ist in Condrieu angesiedelt und die sind natürlich bekannt für ihre fantastischen Condrieus, dass sie sich sehr gut auf Syrah verstehen, werden wir gleich noch verkosten. Ich bin großer Fan von diesem Wein. Ja, zu der Domäne vielleicht nur kurz, ganz kurz zwei Sätze. André kehrte 1982 in das elterliche Weingut Andiron zurück. Davor hatte er einige Jahre in Burgund gearbeitet. Und dort also übernahm dann Anderone das elterliche Weingut. Es war damals noch eher eine kleine Farm, ein kleiner Bauernhof. Und er baute peu à peu über all die Jahre in akribischster Kleinstarbeit wirklich eine Terrasse um die andere an. Und
Wir haben nun inzwischen bei der Domain eine Größe von ungefähr 13 Hektar. Wie gesagt, bekannt vor allem für ihre großartigen Weißweine aus dem Condrieu, was eben etwas nördlicher liegt von Saint-Joseph. Und eben auch, es geht nicht weiter in den Süden rein und dann haben wir eben den Syrah im Glas. Ich bin gespannt, wir verkosten den jetzt mal zusammen. Von der Farbe auch eher etwas dunkler jetzt gehalten. Wir haben ein Rubinrot, purpurne Reflexe, aber die Farbdichte ist doch schon etwas mächtiger. Auch eine super schöne Viskosität. Ja, super. Und die Nase, die ist enorm mächtig für meinen Teil. Man findet hier in diesen Lagen, ich habe es vorher schon erwähnt an dem Bild, wir finden viel Granit vor, eben auch etwas Gneis, einen sehr steinigen, sehr kargen Boden. Und ich finde immer diesen verwitterten Stein, diese rauchige Komponente schlägt sich immer ganz, ganz deutlich durch bei den Weinen aus Saint-Joseph. Wir haben auch hier eher reifere rote Aromen. Ich finde sowas wie Erdbeere, auch wie eine ganz dunkle Kirsche, eine schwarze Kirsche eher. Und fast etwas wie Pflaumenmus mit diesen ganzen kombinierten Gewürzen dann wie Zimt und Nelke. Auch etwas Vanille, aber nicht so sehr. Also es bleibt immer noch eher auf der steinigen, mineralischen Seite. Dazu kommt eine leicht organische Mineralität, wie wenn wir so ganz frischen, ja fast nassen Waldboden auch haben, aber immer mit so einem ganz angenehmen Aroma, nie aufgesetzt. Und ja, auch nie zu wild. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich dann am Gaumen präsentiert. Ja, hier enorm druckvoll. Eine schöne Länge, er ist fast samtig, er ist auch vom Gewicht her, vom Körper schon deutlich schwerer als jetzt diese bisschen leichteren Weine, die wir aus dem nördlicheren Teil hatten. Ich habe auch wieder die Aromen von Zwetschge, von Pflaumenmus, dieses leicht zimtige, fast auch Noten wie Datteln spielen mit rein. Und man merkt schon auch deutlich diesen leichten Touch von Vanille, der doch auch auf das Holz zurückzuführen ist. Dieser Wein ist für 12 Monate im gebrauchten Barriquefass ausgebaut. Ich finde, das Holz ist hier sehr gut integriert. Es ist schmeckbar, es gibt dem Wein Druck und Länge. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein super seriöser Begleiter, wenn man etwas kräftigere, etwas deftiger Gerichte mag. Sowas jetzt wie eine geschmorte Lammschulter kann ich mir sehr gut vorstellen, mit grünen Bohnen dazu. Also durchaus die etwas herzhafteren Gerichte. Wir kommen nun zu der Appellation Großhermitage. Diese Appellation schließt sich auf einem Plateau östlich und südlich an die AOP Hermitage an. Wie man auf dem Bild hier sehr gut erkennen kann, setzt sich der Boden zum Großteil aus Schotter, Geröll und etwas Löss zusammen. Dann kommen wir zu unserem nächsten Wein in unserer Verkostung. Und zwar ist das ein Wein von Emmanuel Dano. Die AOP ist ein Großhermitage und das ist der 2016er Maison Bouche, der für 12,90 Euro auf den Markt kommt. Es ist wie alle anderen Weine auch ein reinsortiger Syrah. Ja, und Emmanuel Dano hat 2001 sein Weingut gegründet, damals gerade mal mit 1,5 Hektar, also nicht so groß. Inzwischen hat er diese Fläche verzehnfacht und wir sind bei 15 Hektar, die aufgeteilt sind auf 6 unterschiedliche Parzellen. Emmanuel Dano ist jetzt auch ein Befürworter dessen, dass er wirklich jede Parzelle einzeln ausbaut und eben dann schaut, wie er seine Weine küvettiert. Wir haben hier einen Wein im Glas, der eher von einem kiesigen Boden kommt. Und wenn ich ihn mir so anschaue, strahlt er auch eher. Also ist etwas heller von der Dichte von seiner Farbe. Trotzdem hat er auch eher so dieses Purpur, diese fast eine Magenta-Farbe dann auch am Rand. Schöne Viskosität,
Ja, und das ist für mich Großermitage. Also wenn eine Appellation für mich an der nördlichen Rhone diesen floralen Charakter verdient oder dieses Attribut wirklich des floralen Weines verdient, dann ist es für mich immer ein Großermitage. Wir haben Noten von Veilchen und ich finde immer Veilchen, die fast so ein bisschen warm geworden sind in der Sonne, vielleicht auch so ein bisschen angequetscht sind von den Blüten schon, aber diese ganz dunkle, würzige Art eben aufweisen. Dazu kommen Pflaumen, fast Noten von Schlehe dazu, dunkler Kirsche. Und auch wieder Pfeffer, etwas Lakritz, fast Anis spielt mit rein. Schön. Er ist am Gaumen unheimlich weich, griffig, hat ganz samtige Tannine, aber trotzdem einen gewissen Grip, der daher kommt, dass eben 20% Ganztraubpressung verwendet werden hier mit diesem Wein. Es kommt natürlich auch ein bisschen über den Boden, über diese kiesige Komponente, die wir dadurch haben. Und ich finde es, er ist super elegant, aber er hat trotzdem diese Würze drin. Da passiert unheimlich viel, ein sehr komplexer, sehr vielschichtiger Wein. Ich kann mir jetzt sowas vorstellen, wunderbar, wenn wir unseren Gänsebraten wieder machen und tatsächlich auch was brauchen, was gegen die Gans da anhält, aber trotzdem eine gewisse Frische verleiht. Und wenn man da noch so ein bisschen geschmorte oder gedünstete Pflaumen noch dazu gibt, finde ich es eine unheimlich schöne Kombination. In der Region Cornas befindet sich die nächste Domaine, die wir besuchen, die Domaine Alain Vosch. Hier sehen wir den Weinberg, wo die Trauben vor seinen Vieille-Vignes stehen. So, dann kommen wir schon zu dem letzten Wein unserer Verkostung. Und zwar haben wir hier den Le Pérouse von Alain Vosch, ein 2017er, der als Côte d'Iron klassifiziert ist und für 14,90 Euro auf den Markt kommt. Die Domaine Alain Vosch wurde gegründet im Jahr 1900 von dem Großvater von Alain, von Henri Vosch. Alain schloss sich dann seinem Vater 1961 an und arbeitete mit ihm im elterlichen Weingut. Nach dem frühen Tod des Vaters führte er dann den Betrieb mit seiner Mutter zusammen fort. Gleichzeitig engagierte er sich immer extrem für die Lagen in Cornas selber und hat auch ganz arg daran gearbeitet, dass die Urbanisierung etwas eingedämmt wurde. Und so zählt er heute wirklich zu einer der großen Namen in der Region Cornas. Und ich bin gespannt, was wir hier mit seinem in Anführungsstrichen einfachen Le Pérouse jetzt verkosten werden. So. Er hat ein unheimlich leuchtendes Violett. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Ich habe leicht pinkfarbene Ränder. Aber dieser Wein hat eine unglaublich schöne Strahlkraft und ist ansonsten aber doch, hat einen recht dunklen Kern. Und aber wie gesagt, er strahlt richtig brillant. Auch wieder eine sehr schöne Viskosität. Und die Nase, denke ich, ist mit eins der wildesten Geschichten, die wir jetzt heute probiert haben, weil ich unheimlich viel Noten mitbekomme, die in Richtung von Zedernholz gehen, von Laub, von Leder, aber auch von diesen eingekochten, getrockneten Pflaumen. Auch Pfeffer ist wieder mit dabei, fast was Speckiges im guten Sinne und aber auch unheimlich viel Kräuter, was eher in so eine Richtung reingeht wie Lavendel. Das ist ein Wein mit unheimlich fleischigen, würzigen Tanninen.
Ja, er ist etwas schlanker als der klassische Kornass, aber wir haben hier auch eben Reben, die sind gerade mal um die 10 Jahre jung, sind aber auch ökologisch bewirtschaftet und für diesen Wein wurden teilweise auch noch Trauben von Partnerbetrieben zugekauft. Doch ich finde, wir sehen hier schon sehr gut das Potenzial, den Charakter, den wir normalerweise in der Region Kornass haben, die wirklich 100% Syrah verlangt und aus reinem Granit besteht und meistens auch sehr maskuline, sehr würzige, sehr fordernde und fleischige Weine hervorbringt. Hier, wie gesagt, weil die Trauben auch zugekauft wurden und weil das etwas die Randlagen sind, die wir ja heute erforschen wollen, ist es kein Kornass. Aber ich finde, er ist schon verdammt nah dran und mir gefällt der Wein richtig gut. Der ist, wie ich es gesagt habe, er ist fleischig, er ist würzig, hat einen ganz, ganz großartigen Charakter. Für mich ist sowas ein unheimlich guter Begleiter, zum Beispiel zu geschmorten Gerichten, geschmorte Ochsenbäckle zum Beispiel, alles was in diese Richtung geht oder ein Bœuf Bourguignon fände ich fantastisch dazu. Superschön. Ja, dazu noch 2017. 2017 war ein sehr gutes Jahr, was die Qualität der Trauben anging. Leider aber auch, weil wir etwas Probleme hatten mit Hitze und Dürre, ein Jahr, wo wir relativ wenig Ertrag hatten und ungefähr 40% an Einbußen hatten. Also bei sowas, ja, ranhalten, trinken und lagern. Schöner Wein. So, das war es für heute mit unserem ersten Teil unserer Tour in die unbekannteren Randlagen der Rhone. Dadurch, dass wir uns heute rein im nördlichen Teil aufgehalten haben, waren fast alle Weine, bis auf den Pinot Noir, waren alle Weine Syrah. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie diese Rebe sich doch darstellen kann, abhängig davon, wo sie wächst, auf welchem Boden, in welchem Klima. Also es ist unheimlich vielfältig. Vom trinkfreudigen Allrounder bis hin zu wirklich seriösen, würzigen Geschichten war heute alles mit dabei. Und ja, also mir hat die Verkostung riesen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und deshalb würde es mich natürlich freuen, wenn Sie auch bei unserem zweiten Teil mit dabei sind, wenn es wieder heißt, wir gehen auf die Suche nach schmackhaften Entdeckungen in den etwas unbekannteren Randlagen der Rhone. Ja, da werden wir dann die südliche Rhone etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und deshalb hebe ich jetzt das Glas auf Sie. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.